Ich habe von allem zu viel. Oh, nice. Ich habe viel zu viele Pinatas. Ich habe viel zu viele Pinatas. Ich habe viel zu viele Pinatas. Und das finde ich einfach nicht gut. Ich habe viel zu viele Pinatas. Ich habe viel zu viele Pinatas. Ich habe viel zu viele Pinatas. Und das finde ich überhaupt nicht mal so gut. Boah, alter Pedobär, Alter. So. Du bleibst ja eh. Andere wollen. Ach, ja. Jetzt hast du mich. Und ich hoffe, dir geht's besser. Innerlich bist du zerrissen, tust nur stark. Alter! Willst du mich verarschen? Ich hoffe, du bleibst in deiner Stadt und das ist ja ein Monster! Du bist naiv, keine Augenwischerei. Ja, du armes kleines Mädchen. Ist der Ernst, Digga? Drauf kann man sein, deine Schwächen entdecken. Ich hab dich abgeschossen, denn im Grunde lieb ich nur Web. Mit euren Lügen seid ihr stark, doch bekommt nichts auf die Reihe. Und ich verändere deine Stimmung mit nur einer Scheißzeile. Mir egal, was du so, weg. Mir egal, was mal war. Komm, geschlüpft. Du kriegst eine Träne und die füllt sogar dein Bier. Alter, bist du ein Vieh. Es hätte alles anders laufen können, doch du wolltest es so. Du tust auf schlaues Mädchen und ich frag mich immer noch, wieso. Deine Gefühle so groß, du willst weiterkämpfen los, aber ich glaub nicht, dass sich das für dich noch ansatzweise lohnt. Deine Worte so man, falsch. Ich dachte, die werden schon etwas größer jetzt halt, ne? Ah, das Tier, du übertreibst ihn grad ein bisschen. Für 3600 soll ich die verkaufen, letzten Arsch. Wie für 1500. Habe ich gerade das gesehen, was ich gesehen habe? Nein, das ist ein Biegel-Scheiß-Ding. Alter, was soll ich denn machen, um das scheiß Basengel jetzt langsam mal zu kriegen, Alter? Habe ich irgendwas immer noch nicht erfüllt, so nebenbei? Ich hab doch die 5 Kandaries. Das ist der Bananenbaum nicht mehr in Ordnung. Ich weiß nicht mehr, was das im Basen nochmal alles brauchte. Müssen wir gleich mal nachgucken. Der Bananen. Fuck, bist du riesig, Alter. Boah, irgendwie cool. Mal kurz kicken. Achso, ja genau, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich hab ein bisschen verwirrt. Bazeng. Auftauchen, Kandari, nur 5 Kandaries. Bedingungen fürs Bleiben, eine Tanne im Garten und 3 Kandaries gegessen. Ja, 5 Kandaries im Garten, hab ich doch. Steh ich nicht. Und ich hab kein Techtelmechtelmeister, es ist zum Heulen. Es gibt 3 Wir sind so verarscht, dass es von jedem 3 Varianten gibt, Alter. Ich verstehe es nicht. Arachnoid habe ich auch noch nicht gehabt, ey. Ich begreife es nicht. Ich habe keine Ahnung, was man machen muss, damit ich da Meisterverkuppler kriege. Onkel Pedro. Titte wurde gefressen. Das heißt, wir müssen jagen lassen. Nein, das ist ein Geheimnis. Gut, Gott. Ja. Gut, Gott wurde gefressen. Ah, apropos, Gut, Gott wurde gefressen. So, da. Gucken wir mal, ob wir den jetzt rauskriegen hier. Ansonsten haben wir ein Problemchen. Bitte? Wohin? Fall auf dich nicht. So, jetzt habe ich den Controller fallen lassen. Schwesterchen. So.
So, Kontrolle ist hier angeschlossen. Heul mal nicht rum. Ich höre das hier klimpern. Das ist aber noch das alte. Okay, das haben wir schon gemacht. Schon wieder knapp 15 Minuten meines Lebens hiermit verschwendet. Wir gehen auf Level 47 zu, Alter. Wir sind schon bei Folge 101. Ich will überlegen, ob ich das als neue Staffel dann rausbringe, dass ich so mehr Staffeln mache, aber es ist irgendwie nicht wirklich notwendig. Mein Gott, ich habe noch nie so lange das Spiel hier gespielt. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte vorher Schiss, glaube ich, das Spiel zu spielen. Mudrop! Sorry, Digga, dich brauche ich auch nicht mehr. Du wirst immer noch plattgewalzt? Alter, du bist eine Riesenstangenfee! Du bist eine Hydra! Hör auf, dich plattwalzen zu lassen! Eine Hydra wäre geil hier. Jetzt weiß ich, was ich nochmal wollte hier. Ich wollte nochmal ein bisschen Rasen machen. Ich würde 50% muss nämlich Rasen sein. Dann wollen wir doch mal. Zack. Ich will eigentlich gar nicht so viel Rasen machen, aber gut. Andere machen ja nur wegen unrasenhaftig und sowas. Aber 50% müssen Rasen sein und wir werden jetzt alles hier, weitgehend alles, je nachdem, wo ich die Flecke nicht übersehe und sowas, in Rasen verwandeln. Wow. Ist euch auch so schlecht wie mir. Ich habe so manchmal das Problem, vor allem bei Minecraft habe ich ab und zu das Problem, dass mir dann echt übel wird, ey. Ist auch nicht warum. Normalerweise habe ich diese Probleme nicht. Ich kann stundenlang zocken, aber bei Minecraft und ab und zu jetzt auch hier bei Viva Pinata fange ich irgendwann an, dass mir schlecht wird. Da muss ich aufhören, ansonsten kippe ich von den Latschen. Jetzt mal in diesem Bereich nochmal hier. Vielleicht haben wir auch wieder eine komplette Eiche hier stehen. Eiche. Eiche. Bei meinem Garten. Eiche. Eiche. Ah! Jasmin! Ist ja gut! Ich habe jetzt gleich mal so ein Affe kommt, der muss nämlich gegen einen dieser Familienmitglieder hier kämpfen. Und dann bleibt er mich auch dann wieder freundlich. Ja, freundlich! Im Gegensatz zu dir, du Affe! Hauf damit! Sonst komme ich dir da hoch! Das ich trau mich nicht, oder was? Okay. Oder vielleicht ist er auch sauer, weil ich gesungen habe. Ich weiß es nicht. Ich habe ja aufgehört zu singen. Apropos aufhören zu singen. Warum habe ich das eigentlich noch? Techtelmechtelmeister kriegt ja eh nicht hin. Vielleicht könntet ihr mal in die Kommentare schrotten, wenn man dieses Techtelmechtelmeisterschaftsding da schafft. Ihr habt ja gesehen, bei mir will es ja nicht funktionieren. Nee, nicht funktionieren! Tschüss. Ich hab fast wieder auf Zopfen gedrückt. Als Zopfer! Dementsprechend bleibst du und dein Filber zusammen. Als Zopfer! Wie war's nochmal? Und so dient jeder dem Reinsten. Manche werden Zopfer. Ich will aber kein Zupfer werden. Andere werden Soldaten.
Mein Name ist Myra, Abmalgeneralin von St. Ingolius und Gemahlin des Hohen Tyto. Ich weiß, ihr werdet eure Familien am Anfang vermissen, aber bald werdet ihr merken, dass die Reinsten eure Familie sind. Die Reinsten sind nicht unsere Familie. Lasst uns zurück. Sie hat recht. Lasst uns frei. Was ist das? Warum beschmutzt du ein Gefieder? Lass sie in Ruhe. Oh, ein beherzter kleiner Tyto. Dementsprechend bleibst du und dein Fitzbe also zusammen. Als Zopfer. Was ist mit meinem Bruder? Dein Bruder? Klot! Eule? Diese kleine Eule... Nee, keine Ahnung, was er gesagt hat. Er sagt, du wärst sein Bruder. Willst du ihn vielleicht begleiten? Ich deute das mal als nein. Das nenne ich einen Soldaten. Schön weitergehen. Keine Müdigkeit vortäuschen. Das kommt jetzt auch weg. So, haben wir noch ein bisschen aufgeräumt hier. Was der Garten angeht. So, jetzt habe ich haufenweise Rasen. Jetzt will ich nochmal ein schlaues Buch gucken. Das war im Übrigen Legende der Wächter. Jetzt hatte ich noch irgendwas anderes, was ich labern wollte, aber jetzt habe ich es ja vergessen. Scheiße! Ich komme gerade nicht drauf. Gartenbereich. 50% müssen hoher Rasen sein. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt 5 Reihen. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck! Das ist alles. Diese ganze Reihe muss voll. Mit Rasen. Aber ich hab's halt schon voll gemacht. Nicht. Das heißt, ich müsste ein bisschen Wasser aufgeben im Endeffekt. Jetzt bin ich am Überlegen. Verdammt, was wollte ich denn noch gerade sagen, ey? Immer so schnell alles. So, und ein wichtiges Thema, was ich nochmal abgeklärt haben wollte mit euch. Es tut mir immer so leid, aber jetzt müssen wir es zumachen. Weißt du was? Wir machen dann einfach das hier zu. Nee, das machen wir nicht zu. Johnny, liebe. Ach, und es geht ja langsam vorbei mit Naruto. Aber es ist schon ein anderes Spiel hier. Ich wollte zwar keinen Shooter mehr machen, aber es ist ja ein Tactics-Shooter, was ich hier habe. Und ich habe es gerade für 12 Euro im Laden gesehen, weil es eine Fehlbestellung ist. Oder war. Da habe ich gesagt, komm, nimmst du mal mit. Also da könnt ihr ruhig sein. Es gibt direkt was anderes zu zocken. Danach. So, dann wollen wir direkt hier hohen Rasen verwandeln. Immer mal wieder ins Büchlein gucken. Super, wir haben gerade mal drei Reihen damit wieder voll gekriegt, ey.
sechs Blöcke müssen wir noch. Alter Schwede. Jetzt bin ich am Überlegen, wie man das jetzt schön machen kann hier, weißt du? Ich kann das hier mit einbinden im Endeffekt, das so ein bisschen verkleinern. Kann man sagen, hier hinten. Weil hier auch jetzt mal die Pinatas langlaufen. Dass man das hier wieder miteinander verbindet hier. Das könnte man machen. Johnny, leave tomorrow. We'll get to faith, and it's time for us to leave her. Leave Johnny, leave her. Oh, leave Johnny, leave her. Time to space. Blah, blah, blah. It's time for us to leave her. Was machen wir hier nochmal? Sagen ein bisschen weiter hier, damit wir gleich ein bisschen mehr gefüllt kriegen. Was man vielleicht auch mal machen könnte, das sieht vielleicht auch nicht mal so schlecht aus. Zum Beispiel hier. Haben wir so ein kleines Herzchen hier. Scheiße, ist nicht groß genug. Mache ich mir hier so eine kleine Insel rein. Wuppifu, wuppi fucking du. Mehr ist das nicht. Dann machen wir es eher lieber so. Machen wir das hier wieder zurück hier. Sieht auch scheiße aus. Dieses automatische Speichern die ganze Zeit, ey. Also man kann es auch ein bisschen übertreiben mit der Anzahl. Was man machen könnte, wäre so eine kleine Insel. Dann ganz viel von diesen Binsendingern am Rand. Und in der Mitte halt dann das hohe Gras. Das ging natürlich auch. So ein bisschen Schilf, weißt du? Ist ja gut, das hatten wir gerade erst. Die Diskussion hatten wir gerade erst. Ja, Kollege? Also bleibt mal geschmeidig. Ja, um Gottes Willen. Mal ins kleine Büchlein schauen. Ob wir da noch mal ein bisschen was haben. An Infos, ob wir noch ein bisschen was geschafft haben jetzt. Gut, wir haben nochmal zwei Balken dazu bekommen, als zwei Kisten. Kästchen. Ah.
Liebe Johnny, liebe. Oh, liebe Johnny, liebe. Aus welchem Spiel ist das? Assassin's Creed Black Flag. Shanty. Liebe Johnny, liebe. I hop da. Nee, I. The old man say. Liebe Johnny, liebe. Wie ging das andere nochmal? Oh, oh, up, Lady, I'm ready to stay for a while. Hey, hey, oh, let go. The dog is Randy Dandy, though. He I follow, he will win. Hey, rolling. Das hat mal gar nichts gebracht, glaube ich jetzt. Oh, ich muss schon viel einreichen. Das ist so doof. Ich will es nicht.